So, ich habe gerade nochmal ein bisschen aufgeräumt, damit ich hier direkt auch mal weiter aufnehmen kann. Hab gemerkt, dass in den letzten beiden Parts, glaube ich, meine Stimme etwas zu leise war. Ich hoffe, das ist jetzt etwas besser. Und wir reden einfach mal mit Sparky. Hallo, blablabla. Ich reg mich wieder auf. Sieht aus, als wärst du bereit für Xalax. Möchtest du jetzt dorthin? Ja, bitte. Bitte, 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 bitte. Ja. Einfach durchrennen? Ja, Winke, Winke, muss natürlich auch noch sein. Sparky bleibt natürlich stehen, obwohl wir den dort drinnen bestimmt wiedersehen werden. Ach, da kommt... Nee, schade. Super Video. Klapper halten Modus. Oder nicht? Man hört ja noch alles. Wie die Welt wohl aussehen wird. Ui, welches Fahrzeug wir machen dürfen. Und, Xalax, da schaut uns jemand böse an. So, Ladenmodus, ja, es ist soweit. Wir müssen uns ein neues Fahrzeug machen. Haben wir wieder so ein Schwebeteil? Nein, haben wir anscheinend nicht. Dann müssen wir uns etwas machen. Was machen wir denn? Wir nehmen das als Grundlage. Ach, ich habe schon wieder vergessen, wie man hier baut. Ah, der Baumodus hier ist ja auch so scheiße. Wie machen wir jetzt mal unsere neue Mühle? Ich würde sagen, wir machen das diesmal mit so einem Teil. Dann schaue ich hier mal. Das heißt, wir müssten hier auch was Blaues dann nehmen. Ich schaue hier generell eben mal durch. La 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 la. Was können wir das benutzen? Nein, das ist zu fett. Zu fett. Wie war nochmal drehen? Das war nochmal drehen. Das ist schön. So, Kombination. Nein, ich will zu fett. Ich will zu fett. So geht das, aber ist zu fett. Ist zu fett. Nee. Nee, 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 nee. Wir brauchen die Zweier. Wir brauchen die Zweier. Hier habe ich einen Zweier. Ne, das sieht irgendwie unästhetisch aus. Was mache ich denn jetzt? Komm, wir hauen uns jetzt hier. Können wir das hier überhaupt auf dem Teil? Ich würde mir hier gern so eine Megatour... Oh ja, das geht ja sogar. Aber so haut dort wieder nicht hin, ne? Ach, Leute. Da brauche ich ja ein ganz anderes Fahrgestell. Ich kann kein anderes Fahrgestell auswählen. Was ist das denn? Ja, nehmen wir mal... Oh, das sieht schön aus. Das sieht besser aus. So richtig Lust, jetzt noch eins zu bauen, habe ich keine Lust. Vor allem, weil der Baumodus so scheiße ist. Und das sieht eigentlich so danach aus, was ich so am ehesten machen wollte. Kann ich das noch modifizieren? Ich weiß es nicht. Alles klar, ist eine coole Kiste. Scheiße. Egal. Den Ablauf kennst du ja inzwischen. Ja, halt die Backen! Stimmt's, mein Freund? Ja... Klar, Doppelpunkt einrennen hinter jedem Tor und du hilfst mir. Nein, nicht. Ich möchte mich wecken und du lässt mich hinaus, um die Welt zu erforschen. Boah, ist das für Hirntote. Oh. Übrigens, willkommen in Xalax. Boah, was wir hier jetzt finden. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Sollen wir die Welt erstmal erkunden? Nee. Wir machen einfach mal ein Rennen. Nämlich das hier. Wir fahren einfach rein. Wuhu. So, tja, mein Freund, soll uns das interessieren? Auf dieser Strecke musst du besonders auf Gegenverkehr. Ach, hä? Was ist das denn? Vier Runden. Von der Strecke her schaut's einfach aus. La 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 la. Wieso bin ich Achter?
Wieso bin ich Erster? Hä? Machen wir uns einfach mal unsichtbar. Boah, das ist ja die perfekte Strecke für uns. Können wir eigentlich die ganze Zeit durchheizen. Haha. Gibt nur vielleicht Probleme, wenn wir abgeschossen werden. Das war knapp. Das war zum Beispiel ein gutes Beispiel und das war sehr knapp. Ja, und 4 Runden, das ist ja fix gemacht. Das ist ja gar nichts. Das wäre eigentlich auch schön, wenn wir hier so eine dieser Raketen kriegen würden. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht mal, weil wir hier einfach die ganze Zeit mit Highspeed durchrasen, mit über 120 km/h. Und da wir immer unsichtbar sind, kann uns nichts gefährlich werden. Aha. Wenn man unsichtbar ist, sieht man also, was für Waffen die Gegner haben. Das ist auch interessant. So viel zum Thema bessere Haftung. Ja, wir haben eh viel Vorsprung. Und die letzte Runde beenden wir damit famos. Da-da-da. Wow, schnellste Runde 18:70. So, jetzt haben wir auch diese komischen Klotzgegner als Steinchen. Also, diese Klotzsteinchen als Gegner. Hey, genau. Oh, und ich habe gerade ganz etwas vergessen. Lasst mich eben mal umstecken. So. So, jetzt ist das Gefühl auch wieder richtig. Ich habe eben mein Headset ausgestöpselt und das war irgendwie voll die doofe Idee. So, aber jetzt geht's hier weiter. Ne? Sofort. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr bis gerade ein Echo gehört habt. Ich will's aber nicht hoffen. Egal. Die Strecke scheint auch ganz gut zu werden. Oh, wie ich mich schon auf Need for Speed Underground freue. Und da nicht mehr so viel Blödsinn rumgelabert wird wie hier. Wow! Shit! Und ich hoffe, dass dort auch nicht solche... Wie ekelhaft! Wie ekelhaft das für eine Map ist! Ja, und das ist echt interessant hier. Weil ich einfach nicht hoffen will, dass da solche Ladezeitenprobleme sind oder was auch immer. Ich frage mich, ob man an der Stelle sich so ein bisschen vorbeimogeln kann. Ein Antrieb fehlt uns übrigens. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Ja, und wir sind wieder weit im Vorsprung. Oh ja, das läuft gut. Das läuft schön. Ja, wir verlieren einfach mal weitere Sachen. Ich will den Antrieb jetzt wieder haben. Komm, tu mal Antrieb. Ja, da ist der Antrieb wieder. Jetzt ist der Antrieb wieder weg. So ein... Aber diese Stelle ist auch echt scheiße. Ohne Witz. Komm. Looping. Ja! Wieso bin ich... Ich habe mich schon gewundert, warum ich gerade nur Dritter war. So viel zum Thema bessere Haftung. Von wegen. Hier, Trondeskurs. Ich glaube, den kann man nur etwas länger festhalten, aber sonst passiert mit dem Trondeskurs nicht wirklich etwas. So, und bevor wir gleich zu Fuß ins Ziel rennen müssen, was ich ja nicht so gern habe, lassen wir uns erstmal wieder etwas zusammenflicken. Was natürlich gar nichts bringt. Oh shit. Leute, wir müssen gleich vielleicht zu Fuß weitergehen. Dass wir überhaupt nicht Öko. Ja, Öko wäre das schon, aber das wäre überhaupt nicht effizient. Ah, shit. Yes, das sieht cool aus. So, und jetzt haben wir ein Problem, wenn wir abgeschossen werden.
Obwohl, nee. Wir haben es geschafft, das ist schön. Schnellste Runde unter 1 Minute. 50 Sekunden sogar. Schön. Wow. Nebenbei trinke ich mir kaum etwas Tee. Das, wofür ihr mich ja auch mittlerweile kennen sollte, dass ich viel Tee trinke, ne? Wisst ihr Bescheid? Dieser halbe Looping sieht auch interessant aus. Achte auf die rotierenden, ja. Oh, shit. Ja, ich sehe es. Das wird interessant. Wir sollten links dran vorbei, weil dann drehen wir uns mit dem Scheißteil. Wenn wir rechts dran vorbei wollen, ist das unklug. Weil dann dreht sich das schneller uns entgegen und das wollen wir nicht. Boah, wie das einfach mal direkt kaputt geht. Huch. Okay. Uff. Muss man dieses Teil echt durchfahren? Das ist ja Mord. So viel zum Thema Haftung. Das stimmt überhaupt nicht, was die Typen da uns grüßen. Hey, das war ein Glückstreffer. Ich habe den erst gar nicht mitbekommen. Das stimmt überhaupt nicht, was die Typen uns da verklickern wollen. Ui. Damit wir gleich nicht hops gehen. Genau. Spackt erstmal das Sound ein bisschen ab. Ja, hier oben ist ein blöder Checkpoint. Und wir haben die Kurve gekriegt. Yes. So ist das so schön. Naja, das ist zu verkraften. Das ist zu verkraften. Das gerade am Ruckeln ist. Ich glaube, der hat gerade ein bisschen Probleme wieder mit dem Speicherplatz. Ich weiß es nicht. Egal. Sind nur noch zwei höllische Runden. Und dann hätten wir auch dies geschafft. Und das sieht ja momentan auch wieder ganz gut aus. Das heißt, wir brauchen... Autsch. Hey, wir haben interessanterweise nichts verloren. Das heißt, wir brauchen nur noch gleich 5 Steinchen. Die müssten wir dann natürlich auch hier in der Welt finden. Ja. Und dann müssten wir noch in Dino Island eins dieser Teile finden. Darauf freue ich mich persönlich ja natürlich sehr, weil ich das bisher ums Verrecken nicht gefunden habe. Offscreen habe ich noch nicht weiter nachgeschaut. Nur und wir haben es geschafft. Und irgendjemand hat sein Fahrzeug geschrottet. Das ist auch immer eine gute Variante. So. Und jetzt mache ich einen kleinen Cut, wenn die tolle Siegesfeier zu Ende ist. Ohne Feuerwerk, ohne Party zu uns. Weg mit der Musik. So. Und. Wir haben dann noch dieses Rennen vor uns. Oh, und zwei Minispiele haben wir dann, glaube ich, auch noch. Und daher, bis zum nächsten Mal. Langsam muss ich mir, glaube ich, mal einen neuen Satz dafür ausdenken. Immer bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Germany. Bla bla bla. Bliblablub.